Counterpick. Wir gehen jetzt rein. Oh ja, oh ja. Okay. Fox. Okay, ich bin gespannt. Ja. Ashman auf jeden Fall sehr, sehr clean mit dem Fox. Kommt die Kills auch sehr gut. Und zwar entweder mit Setups oder einfach mit Raw Upsmashes. Das kann er auch sehr gut. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall beide Charaktere relativ schnell unterwegs, ne? Mhm. Mit eher leichten Attacken, aber vielen Kombos. Ja, genau. Marth, ein Charakter, der auf der Schwertspitze praktisch am stärksten hittet. Also er hat einen Tipper und der ist nochmal deutlich stärker als ein normaler Hit mit dem Schwert. Wenn er zum Beispiel mit dem Mittelteil trifft, dann ist das deutlich schwächer, als wenn er mit der Spitze trifft. Das heißt, er will auch einen gewissen Abstand zu dem Charakter haben. Den wird Fox ihm aber wahrscheinlich nicht geben. Oh ja, zum Beispiel da. Einfach Raw Up Smash, guter Punish. Ja, man sieht auch schon 128% und dann fliegt man schon gut. Ja. Also beide Charaktere auch nicht unbedingt schwer. Genau, also Marth ist auf jeden Fall kein schwerer Charakter. Fox ist noch ein bisschen leichter sogar. Ja. Man kann ihn, also seine Schwachstelle, die von Fox, ist auf jeden Fall, dass er, wenn man weiß wie, ist es schwer zu killen für Fox. Oh, da war der Tipper. Und, also wenn man weiß, wie man ihm ausweicht. Also, bloß keine blöden Attacken aufs Shield. Und einfach sehr viel Schilden, weil die Grabs von Fox relativ schwach sind. Und ihn offstage bringen, weil offstage die Recovery von Fox ist exploitable. Ja, wir sehen jetzt aber hier schon auf jeden Fall, dass er im zweiten Stock bei Marv auch die Prozente wieder ansteigt. Er spielt das sehr clean runter hier gerade. Mal schauen, wer hier jetzt den nächsten Kill macht, weil es auf jeden Fall sehr wichtig für den Verlauf des Games. Dass er jetzt nachzieht. Ja, und da ist der Tipper. Da ist er. Also Tipper hört man auch richtig, wenn er trifft. So 2-2 in Stocks jetzt, aber da geht's wieder rein. 113% schon. Das könnte demnächst reichen. Oh, und direkter Upsmash. Da ist die Führung und jetzt 0%. Ein Stock hinten. Die Frage ist, kannst du noch recovern da als Marv? Genau, der Sieger von diesem Set wird vermutlich gegen SDN spielen, der hier First Seed ist. Ja, das wird natürlich schmerzhaft. Er hat in letzter Zeit, glaube ich, auch ein bisschen mehr gespielt als sonst. Normalerweise war nur bei diesem Turnier hier aktiv und ansonsten, er hat wenig in seiner Freizeit gespielt. Und jetzt gerade hat er viel Online-Turniere auch nochmal geholt, also immer schön Erster geworden. Ah, jetzt sehen wir hier schöne Ash-Control von Ash. Ja, er macht das sehr gut. Ah, schöne Kombos und Marv struggelt hier gerade ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, ja. Der muss wieder onstage kommen. Hat er jetzt geschafft. Aber man sieht, er ist wieder direkt runter. Das ist wirklich sehr, sehr sauber einfach, was wir heute sehen gerade. Im ersten Match von Ashman. Ich bin auch mal gespannt, wie Skeddy darauf reagiert. Er könnte natürlich einen anderen Char picken. Oder er bleibt auf Marv und überlegt, was er besser machen kann. Schwierig. Damit auf jeden Fall das 1-0. Hat jetzt Loser-Pick? Wie bitte? Hat jetzt der Loser-Map-Pick? Genau. Ja. Also im Grunde wird jetzt erstmal festgelegt, wie war das nochmal? Das ist eben, wenn man es moderiert und nicht spielt, ne? Ja, ich hab's tatsächlich lange nicht mehr gespielt, vor allem so competitive. Also ich hatte lange kein Ruleset mehr vor mir, aber im Endeffekt, es wird halt gebannt. Also der Sieger bannt erstmal Stages, dann kann der Verlierer eine Stage picken und dann darf der Sieger einen Charakter picken. Ah ja, guck mal. Und der Verlierer darf dann Charakter picken, also Counterpick. Ah, okay. Und jetzt, Snake ist eben das Ding, da willst du auf jeden Fall mit auf Range bleiben, viel mit den Granaten und so weiter arbeiten. Ich würde sagen, dass Snake wahrscheinlich ein schlechteres Matchup hat gegen Fox, weil er auch schnell mal überrannt wird, aber der Snake von Skeddy ist deutlich besser als sein Marv, würde ich persönlich sagen. Das ist halt lange sein Main gewesen. Damit hat er auch am meisten Erfolg. Oh, schön gereadet. Und du siehst, alles explodiert gerade. Ich sehe, die Karte geht in Flammen auf. Genau, das ist Nikita. Der freundliche, Raketenwerfer? Lenkraketenwerfer. Kann manche Charaktere komplett rausnehmen, Nikita. Und, schön. Skeddy sucht jetzt hier den Kill. Ja, guck mal da kommt Nikita. Kommt er.
Ich meine, 146% jetzt schon, da fehlt nicht mehr viel für den ersten Stock. Da ist der Uptilt, Klassiker für Snake. Das ist auch ein Charakter, den es schon seit 2009 in Smash gibt, seit Brawl. Mhm. Und da auch schon viel von den Leuten gespielt wurde. Ah, jetzt vielleicht demnächst der Ausgleich. Ah, schön, aber mit dem Fallschirm gearbeitet. Und man kann on stage bleiben. Ja. Snake ist ein Charakter mit extrem vielen Projektilen. Ja. Natürlich am meisten sieht man immer die Granaten, die er zündet, auch jetzt gerade wieder. Das ist immer ein gutes Tool, um zu traden für Snake. Also er zieht eine Granate, er schildet, der Gegner greift an und explodiert, während Snake das wegschildet. Oder er tradet einfach, beide explodieren. Dann als zweites hat man die C4. Da ist der Ausgleich. Das C4 ist jetzt auch da auf der linken Plattform und die kann man fernzünden. Ist auf jeden Fall immer ein sehr gutes Tool für Snake, das auch sehr gut killen kann. Das musst du eben permanent im Kopf behalten, wo ich das C4. Genau, wann genau kann so ich ist dahin es. Und wann nicht. Und jetzt sehen wir aber Fox mit einem ganz guten Recovery, tradet hier jetzt wieder gut Prozente gegen. Hat er jetzt gerade eine C4 an sich dran? Ich weiß es nicht. Oh, schön gemacht von Skeddy. Ja, und damit geht man jetzt mit Stocks wieder in Führung. Snake ein deutlich schwererer Charakter als. Ja, man Fox. Sieht aber die Kombos, die sitzen einfach. Das ist fast... Das könnte... Oh mein Gott. Das herrlich. Herrlich, das 1:1 jetzt hier. Das war ein guter Ausgleich hier gerade. Also da hat Skeddy auf jeden Fall gut aufgeholt. Ja. Das ist das 1:1. Und jetzt ist natürlich die Frage, bleibt Ashman auf dem Charakter oder geht er auch nochmal auf dem anderen? Was für eine Stage werden wir sehen? Das sind alles so Fragen. Es kommt immer darauf an, wer das erste Game gewinnt. Ne? Gerade im Best of Three ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Einfach, weil Counterpick Advantage echt einen Unterschied macht. Also mal schauen. Eigentlich keine schlechte Stage, würde ich sagen, für Fox. Aber ich glaube, so Battlefield-Stages sind noch besser. Ja. Okay, Pokémon Stadium 2 im Grunde relativ sehr standardisiert. Ähnlich. Ja, also ähnlich mit zwei, mit zwei Plattformen. Ja. Bisschen merkwürdiger unten, unter der Stage. Ja. Aber... Ich denke mal, eher so ein Comfort-Pick für Ashman und die Musik kann er da auch auswählen. Die Pokémon-Musik ist sehr cool. Team Galactic, Klassiker. Okay, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich erwarte sehr viel Aggression von Ashman. Das ist halt die Frage, ob Skeddy mit der Aggression klarkommt, weil Snake eben die Tools auch hat. Ja. Oh, jetzt hier ganz gute Kombos zu Anfang für den ersten Stock. C4 auch, glaube ich, platziert jetzt schon da oben. Ja, da muss man C4 schon da oben. Muss man aufpassen. Die Paranoia nimmt zu mit jedem Projektil. In Brawl hatte er noch ein Projektil, was er auf den Boden legen kann. Konnte einfach noch so eine Landmine irgendwo reingraben und sobald man reingelaufen wird, ging das Ding hoch. Ja, das war puh. Oh, und das C4. Mhm. Das C4. Das war da ganz gut. Und ein Stockführung jetzt. Hat aber auch schon 94%. Das heißt, Ashman guckt jetzt, dass er hier demnächst einfach ausgleichen kann in Stocks. Mhm. Also. Muss ich sagen, finde ich echt strong von Skeddy, dass er noch so gut mit Ashman mithalten kann, weil er halt echt noch in letzter Zeit nicht so aktiv war. Aber der Snake, also immer noch so gut. Ja, und schön gemacht hier von Ausgleich Ashman. Jetzt hier. 60% Schaden, aber schon wieder vorhanden bei Fox. Mhm, bei Fox heißt das halt auch was, ne? Da kann der das ist heißen. Leicht. Der fliegt eins, gut. Ja, ein Hit noch und dann könnte das schon ein Kill sein. Ja. Okay. Oh ja. Jetzt hast du wieder eine wirklich gute Führung. Ja. Du musst schauen, wie du da jetzt wirklich gegenarbeiten kannst. Ne? Fox will hier in Close Combat und man sieht schon, die Grabs setzen da ganz gut zu. Mit den Granaten wird auch weiterhin gearbeitet. Ja. Eben versucht da ein bisschen Vorteil sozusagen über die Reichweite beizubehalten. Oh, offstage muss er vorsichtig sein. Er kommt tatsächlich mit einem Jump und Angriff hoch. Ah, jetzt hier nochmal eine gute Kombo von Ashman. Oh. Zieht hier vielleicht demnächst noch den Stock-Ausgleich. Oh. Ah, es ist knapp. Ah, 190, 120, das könnte schöner reichen. Schöner Jablock. Sehr, sehr schön. Ich sehe schon Rob im Chat. Rooted für seinen Boy Ashman. Oh. Was ist passiert? Oh. Weißt du, hast du 2 Sekunden nicht hingeguckt, ne? Ja, also wahrscheinlich war da einfach ein C4 an ihm dran, ne?